Kennst du den Genießbarkeitstest? Dabei geht es darum, dass du unbekannte Pflanzen mit einem sehr einfachen Test auf Essbarkeit oder Giftigkeit überprüfen kannst. Ob du dein Leben und das Leben der Menschen, die da wichtig sind, in einer Notsituation einem solchen Test anvertrauen kannst, ja, das findest du in diesem Video raus, also bleib dran. Hallo, willkommen, das ist der Rainer Rossen vom Survival Shop Lebenskunst. Schön, dass du dabei bist. Genießbarkeitstest. Du bist irgendwo draußen in der Natur und musst dich und die Menschen, die da wichtig sind, ernähren mit Nahrung von da raus. Und das ist nicht so einfach, weil das ist zwar ein Supermarkt Natur, aber hier muss man mit Wissen bezahlen und nicht mit Euroscheinen. Und dieses Wissen anzueignen, das will der eine oder die andere nicht, weil es anstrengend ist. Und da gibt es dann angeblich eine Abkürzung und die folgt. Du siehst eine Pflanze und zwar, ja, so wie da hinten, diese weißen Pflanzen da hinten, ja mit diesen weißen Blüten. Und die gibt es in rauen Mengen hier. Es macht keinen Sinn, eine Einzelpflanze, die so herumsteht, zu verwenden, sondern wenn, dann musst du das auszahlen. Und du denkst dir, wenn ich das wirklich alles essen könnte, dann könnte ich mir extrem viel Nahrung checken. Und sagst, ich habe aufgepasst im Survival-Buch von Rüdiger Neberg und von allen anderen, die von ihm inspiriert worden sind. Und der Rüdiger Neberg sagt, du nimmst einmal eine Pflanze her, gibst sie unter die Achsel oder sonst irgendwo hier, irgendwo die Haut dünn ist und schaust, ob eine Hautreaktion passiert. Lass sie dort. Wenn das nicht gleich ins Brennen anfängt, ist es gut. Nimmst du wieder weg, sagst, ist in Ordnung. Du riechst an den Blüten, zerreibst vielleicht auch noch den Pflanzensaft, okay? Die Pflanze riecht dran, sagt, nein, stinkt nicht unangenehm, ist aromatisch, aber jetzt nicht unangenehm. Oder vielleicht sogar geruchlos. Oder es stinkt wirklich wie die Pest, sagst, nein. Wenn du eine Hautreaktion hast unter der Achsel, das heißt, dass da so richtig schön Schwammerl rauswächst oder so, oder eine Blase, dann ist natürlich auch nichts. Und das mit dem Reiben ist natürlich auch so, ne? Wenn da jetzt nicht gleich die Haut brennt, dann wird alles gut sein. Außer du erwischst den Riesenbärenklau, die Herkulesstaude, dann wird es in ein paar Stunden so eine Brandblase entstehen. Aber da hat man halt Pech gehabt, man kann nicht alles überleben. Das ist halt so. So, ich glaube, du kannst mir folgen, ne? Ein kleines Stück. So. Wenn jetzt diese Sache nicht der Fall ist, dann nimmst du dir ein winzig kleines Stück und legst es auf die Zunge. Und wenn das jetzt Saubrennen anfängt und deine Zunge sagt, au, dann spuckst du es aus und lass es gut sein. Da kaufst du ein bisschen drauf. Sagst, nein, es ist nicht so, dass ich gleich speiben muss, spuckst es wieder aus. Setz dich hin, ganz chillig, und wartest, was passiert. In diesem Moment, wo du sagst, ganz chillig, kommt es darauf an, bist du ein Hypochonder oder nicht. Psychosomatisch kann jetzt Folgendes passieren. Scheiße, vielleicht war das giftig, aber mir geht schon ganz schlecht, obwohl gar nichts ist. Oder es war wirklich nichts. Ist auch eine Möglichkeit. Na gut, gehen wir davon aus, es war nichts. Dann nimmst du die doppelte Menge und machst genau dasselbe und schluckst sie mal. Warte erst eine halbe Stunde bis eine Stunde. Nimmst wieder die doppelte Menge, wenn nichts passiert ist, haust das wieder rein und irgendwann, nach einem Tag, kannst du einen ganzen Salat voll essen. Das ist der Plan dahinter. Und diese Idee, dieser Genießbarkeitstest, den hat der Rüdiger Neberg nicht erfunden, sondern der ist ja aus dem militärischen Bereich, aber dazu komme ich dann gleich. Dieser Test ist ja grundsätzlich gut, denn dieser Test basiert auf einer Annahme. Dass Pflanzen automatisch, die Pflanzengifte, gleich eine Abwehrreaktion erzeugen. Es gibt es ja tatsächlich, du isst das und du musst gleich, dir wird schlecht, du kriegst vorn und hinten fährt alles wieder raus, dir wird unangenehm, Schwindel und sonst was. Also du weißt, okay, die kann ich halt nicht essen, aber du hast dich nicht so vergiftet, dass du gleich tot bist. Das ist diese Art von Giftigkeit. Aber Pflanzen sind keine Trotteln. Pflanzen brauchen Respekt. Weil die haben nämlich sehr viele Abwehrstrategien, nicht nur das eine. Das kannst du dir so vorstellen, wie wenn jemand bei einem Angriff immer nur boxt. Ja, das ist auch eine Möglichkeit. Aber es gibt Pflanzen, die nehmen eine Pistole raus. Oder andere hauen dir einen Stein am Schädel. Also es ist ein anderer Mechanismus, auf den du anders reagieren musst. Und jetzt ist es nämlich der Punkt. Es gibt Pflanzen, stell dir vor, die kannst du essen, auch in größeren Mengen, und die Vergiftungserscheinungen treten erst nach 24 oder 48 Stunden auf. Da hast du schon zwei Salatschüsseln, du und die Leute, die da wichtig sind, verspeist und ihr sagt euch, war ja eh ganz gut. Und erst dann krepiert ihr ganz langsam, es gibt kein Gegengift, selbst Speiben wird dann nichts mehr helfen.
weil die Pflanze und der Giftstoff schon verstoffwechselt ist, überall in deinem Körper herumkeucht und fleucht und Ende Gelände ist. Sowas soll es geben. Nennt sich das Gift der Cholchicin, Herbstzeitlose. Und da gibt es ein paar andere, die das auch tun. Und dann gibt es noch hinterhältigere Gefraster. Bei denen ist es so, die nennen sich zum Beispiel Pyrrolizidin-Alkaloide. Hat der Beinwelt zum Beispiel, wenn du sagst, Pflanze interessiert mich alles überhaupt nicht. Aber das sollte dich schon interessieren, denn dieses Gift kannst du aufnehmen heute. Du kannst eine ganze Schüssel voll davon essen und es ist wurscht. Der Giftstoff legt sich in der Leber ab und die Leber sagt, meine Güte, das bisschen Gift, das werden wir mit der Zeit abbauen. Und wenn du das nur heute isst und dann einen Monat nicht mehr, dann wird dieser Giftstoff auch nach und nach ausgespült, abgebaut, so muss man sagen, bei der Leber. Wenn du aber sagst, das war so gut und da ist ja Energie drin in dieser Beinwellwurzel und du sagst, ich mache das morgen wieder und morgen auch wieder und morgen auch wieder, weil es schmeckt momentan so gut und vielleicht noch du eine Variation machst, dass du die ganze Zeit das essen kannst, dann wird deine Leber irgendwann sagen, ich kann den ganzen Dreck einfach nicht abbauen, tut mir leid. Das macht die Leber dann. Also es gibt auch solche Gifte. Oder es gibt Gifte, Lektine zum Beispiel, ja, bei denen Vergiftungserscheinungen so nach 3-4 Stunden auftreten. Ja. Wenn du die aber ein bisschen gekocht hast, ja, es gibt Lektine, Erbse, Bohne, ja, Schmetterlingsblüte haben das sehr gerne, und du kochst sie ein bisschen auf, dann werden die Lektine abgebaut, dann kommen die Vergiftungserscheinungen erst nach einem Tag. Yay! Das heißt, da, wo ich mich schon richtig satt gegessen habe. Also, es gibt viele Arten von Pflanzengiften. Und jetzt ist der Punkt dabei. Dieser Test, dieser Genießbarkeitstest, der ist aus dem militärischen Bereich entwickelt worden. Nämlich für Soldaten, die zum Beispiel, sag ich jetzt mal, von Großbritannien nach in den Kongo geschickt worden sind. Und man hat ihnen eine Schnellsiedeausbildung machen können. Da ist man nicht hergegangen und hat gesagt, wenn du abgetrennt bist, weißt, das ist die Pflanze und die gehört zu der Familie und da ist die Wurzel und gar nichts. Da macht man einen Schnellsiedekurs und zwar, man sagt ihnen den Genießbarkeitstest. Und das musst du dir merken und egal wo du bist, du kannst mit dem, mit einer guten Wahrscheinlichkeit, das lässt man dann gerne weg, ja, aber dann kannst du das mit dem testen. Und das ist der Hintergrund. Und wenn der Soldat dann Pech hat, weil er zufälligerweise eine andere Pflanzengiftart erwischt hat, dann ist es halt so, er wäre sowieso krepiert. Aber man kann einen Teil davon abfedern und das ist es. Und wenn du diesen Genießbarkeitstest anwenden willst, weil manche propagieren den auch noch immer in Survival-Büchern, ja, dann sollte man dazu sagen, es ist ein kalkuliertes Risiko. Ich kalkuliere das Risiko und sage, okay, wenn ich eine Pflanze erwische, die in diesem Spektrum arbeitet, nämlich dass die Vergiftungserscheinungen relativ rasch mit und Spritzgack sich auslösen, dann habe ich Glück gehabt. Aber wenn es eine andere ist, dann bin ich halt tot, das ist wie russisches Roulette, meine Güte. Wenn die Kamera eine Patrone hat, ja, dann blast es mir halt die Birne weg, aber sonst habe ich gewonnen. Ja? Also, ich glaube, um das geht's. Wenn du jetzt aber Pflanzen als Nahrung einsetzen willst, dann gehe ich mal davon aus, dass du das hier daheim machen willst. Du willst das nicht im Kongo machen oder sonst irgendwo. Wenn ja, dann okay. Aber die meisten haben das Bedürfnis, das hier zu tun. Und da brauche ich keinen Genießbarkeitstest, sondern da brauche ich was anderes. Verbindung. Verbindung zu dem Platz, wo ich lebe. Dass ich weiß, dass das ein Doldenblütengewächs ist. So ganz basic Sachen. Dass das ein Doldenblütengewächs ist. Ja? Und dass man bei denen ein bisschen aufpassen muss. Und dass da spezielle Giftarten, also dass man sich auskennt und dass man klein anfängt, dass man die Pflanzen kategorisieren kann. Das ist die Idee dahinter. Nicht mehr und nicht weniger. Und daher, Genießbarkeitstest, wie man in Österreich sagt, eine Chance mit Quasteln, wenn du nicht russisches Roulette spielen willst. Das war's jetzt an der Stelle. Wenn dich solche Dinge, solche Survival-Wissen-Dinge interessieren, besonders im Zusammenhang mit der Survival-Nahrung, gebe ich da unten den Link zu meinem Survival-Nahrungsbuch. Ich gebe da auch den Link zu meinem Survival-Online-Kurs, wo ich dir ganz genau die Pflanzen zeige, die du essen kannst. Nämlich, weißt du, es hat auch keinen Sinn, 1000 Pflanzen zu kennen. Das hilft dir nicht weiter. Weil du musst ein paar kennen, die auch wirklich die Kalorien bieten. Aber das ist eine andere Geschichte. Wenn dir das interessiert, dann sei dabei. Ich schreibe mir bitte unten einen Kommentar, wie du das siehst. Daumen nach oben oder nach unten. Ja, da gibt es wieder die Abstimmung, ob du mehr Survival-Wissen-Videos von mir sehen willst, ja, oder eben nicht. Da sage ich danke,
ein Abo, wenn du das erste Mal hier bist. Glocke drücken nicht vergessen, damit du die neuen Videos kriegst. Ein paar andere Videos zum Anschauen. Links findest du unten. Dein Reini Rossmann. Bis bald. Ciao.